Schauen wir mal, was passiert. Wir lassen den Wichs einfach mal laufen. So. Was macht denn die Forschung? Der könnte witzig werden. Ich habe zwar keine Ahnung, warum das ein Sturzkampfbomber ist mit seinen 7,92 mm MG. Ja. Das macht die. Ah, man kann die Bomben erforschen. Okay. Gut. Es ist ja immerhin schon etwas. Was kann man denn bei der modifizieren? Ah, man kann auch Bomben austauschen, okay. Verstehe, verstehe. Die für Teammates interessieren mir eigentlich einen Scheißdreck. Teammates, das ist wie die, wenn sie nicht so assig spielen würden, dass sie grundsätzlich draufballern, gnadenlos, ob davor jetzt einer ist oder nicht, ein eigenes Teammember, dann würde ich sofort jedes Teamding aktivieren. Sofort. Sofort. Aber so wie die alle spielen, also die haben sich von mir einen Scheißdreck verdient. Wirklich, einen absolut abgefuckten Scheißdreck. Ja, komm, scheiß drauf, gehen wir direkt in die Schlacht. Auch wenn ich gleich wieder abkacke, aber was soll's. So bin ich halt. Fliegen kann ich nicht. Okay, wir holen jetzt die. Lad nach schneller. Ja, die hat aber auch wenig Schuss immer. Jetzt stürzt aber ab, oder? Okay, das war wichtig. Ich schau mal, ob ich zu meinem Stützpunkt zurückkomme. Oh oh. Dumme ist, wir verlieren nur jetzt nur wir gerade Fahrzeuge.
weiß gar nicht, ob man da zurücklanden, fliegen kann und sich reparieren lassen. Ich weiß es gar nicht. Flughafen ist aber schon sehr weit weg. Ja, nee, geht anscheinend nicht. Landung. Gut, gibt auch Punkte. Aber wir haben einen Bomber rausgenommen. Das könnte von Noch ein Vorteil bisschen sein. mehr und der Sieg gehört uns. Notlandung, jawohl. Gibt Punkte. Dafür gehen wir jetzt mit unserem kleinen Giftigen rein und holen uns den Rest. Echt eine Notlandung, wie geil ist das dann? So, komm. Machen wir mal ein paar. Den da unten, komm. Na, Messerschmidt, der wollen wir uns. Ah, doch, der. Ja, ich bin eh schon langsamer. Ist kaputt, der wird dann irgendwas die. Irgendwas nicht. Wie gesagt, ich nehme da keine Rücksicht mehr auf Teammates oder so. Das haben wir ja schon definitiv ausgeschlossen. Du bist meiner, komm. Alter, wieso lässt die sich schon wieder so komisch steuern? Das reagiert nicht mehr. Ich weiß nicht, was das immer ist. Mittendrin auf einmal. Keinen Schaden und nix und sie. Dann kriegst du so komische Treffer immer von irgendwoher. Ja, halt doch die Fresse, jawohl, zerstört. Ist von irgendwo. Ja, keine Ahnung. Gegen zwei kann ich halt nichts machen. Aber okay. Weil ich weiß nicht, was es ist. Also sie hat ja keinen einzigen Treffer abbekommen, aber lässt sich auf einmal nicht mehr steuern. Man kann nicht mehr nachziehen. Man hat die Geschwindigkeit, ne? Das ist keine Frage. Aber sie bewegt sich einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, was das für ein Scheiß ist. Ich habe keine Ahnung. Weiche Landung. Ja. Ah, wir haben wieder mal gewonnen. Und mal so eine Platzierung. Ich werde auch mal die anderen Platzierungen reinschneiden, wo es aber definitiv keinen Sinn macht, die online zu stellen. Aus dem einfachen Grund, weil mein A entweder von Teammates abgeschossen wird und da habe ich dann gar keine Lust, nochmal direkt rein zu joinen, ne, ohne Feindkontakt. B, wenn man keinen Gegner sieht, weil das Spiel vorher schon aus ist, warum auch immer. Also man irgendwie rumfährt ohne. Als wenn man nur geradeaus fliegen würde. Die stelle ich natürlich dann auch nicht online, weil warum sollte sich das einer anschauen? Aber das ist, ja, gibt nicht viele solche Spiele. Aber ich werde mal diese ganzen Statistiken von den anderen Spielen mal rausschneiden und dann vielleicht mal in so ein Video mit reinpressen, dass man mal sieht, dass man nicht immer nur oben landet, weil das ist logisch, das kann nicht funktionieren. Gut. Brav. Die bestellen wir jetzt erstmal noch nicht. Eigentlich finde ich schade, dass da nur Italiener sind. Blip, 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 blip.
Forschen wir den mal. Scheiß drauf. So, Messerschmidt hat endlich mal was gebacken bekommen. Und wir nehmen auf jeden Fall das da. Ist mir egal, neuer Kühler oder nicht. Und den neuen Rumpf kaufen wir auch gleich. Ja. 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 Da will er den nicht nehmen, der Arsch. Fertig. Egal, in diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ehrlich gemeinte Abos erfreuen auch mein Herz. Und Tipps und Tricks, wenn ihr wollt, in die Kommentare. Tschüssili!